Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind hier live im Samurzel Community Day. Eben habe ich noch die Freundschaftsaufstiege gemacht. Hat wieder mal nicht geklappt, war wieder mal alles verbuggt. Als ich in die Liste reingeguckt habe, da standen bestimmt 20 Accounts, die Level 4 waren, die mir aber nicht angezeigt wurden. Dann habe ich selber bei den Hyperfreunden vielleicht 20 geöffnet, davon wurden mir auch nur 2, 3 angezeigt. Sprich, wenn die morgen, übermorgen irgendwann eine Aktion machen, was öffnen, dann zählt es die Punkte, obwohl wir dann schon 2, 3 Tage drüber sind und schon wieder mehr gemacht haben, als wir müssten. Ich verstehe es nicht, ihr versteht es auch nicht, ich weiß, keiner versteht es. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier aber diese Spezialquest. Ich habe mir ja das Ticket geholt für 99 Cent, verwende 10 Power-Ups, fange 15 Samurzel, lande 5 gute Würfe, 2 muss ich noch machen. Dafür tippen wir mal 2 Samurzel an. Die sind nicht shiny, die habe ich schon alle durchgecheckt. Jetzt wird es auch noch scheißwindig. Dann rauscht es wieder auf der Kamera. Oh. So, 2 Würfe werde ich jetzt machen. Dann werde ich erstmal weiterziehen, noch ein paar Samurzel fangen und melde mich dann zurück, wenn wir die 15 fertig machen und Power-Ups. Ich habe ja immer meinen Darkrai, was ich zum Pushen nehme, aber ich weiß nicht, ob der noch 15 Power-Ups aushält. Das Samurzel hier nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir jetzt in Ruhe nämlich erstmal die Spezialforschung fertig. Vielleicht können wir noch einen Raid mit reinquetschen. Ist ja Zeit, ist ja 11 bis 17 Uhr. Gucken mal, wer noch alles unterwegs ist. Und haben auf jeden Fall das erste jetzt fertig hier. 2 von 15 Samurzel haben wir auch. Da 5 Würfe sind fertig. Wir ziehen weiter, wir gucken mal, wen wir alles finden. Und ja, ob wir noch irgendwo einen Raid machen können. Es ist nämlich keiner da. So, 14 von 15 Samurzel haben wir schon. Jetzt habe ich auch mal den Rauch angemacht. Der hält ja jetzt 3 Stunden, deswegen nehmen wir das noch mit. Das müsste dann auch das 15. sein. Der Geitsch und die Niki sind auch da, ne? Die Niki hat schon einen Shiny, der Geitsch natürlich nicht. Der Geitsch hat ein Fahrrad, ne? 15 von 15, wir müssen mal gucken, wir müssen jetzt noch pushen. Wir suchen uns einfach trotzdem mal das Darkrai raus. Darkrai mit 3000. Wie viel können wir da jetzt drauf geben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück, 72.000 Staub, 84 Bonbons, das müsste auf jeden Fall reichen. Verwendet 10 Power-Ups. Wenn ihr sparen wollt, nehmt ihr euch natürlich ein kleines Pokémon, so WP10, da bezahlt ihr nur 200 Staub pro Power-Up, also vielleicht insgesamt 2000. Außer es hat sich dann schon erhöht, aber ihr bezahlt auf jeden Fall nicht 72.000. Lösen aber mal die Quest-Belohnungen ein. Da haben wir nämlich 20 Samurzel-Bonbons, warum auch immer, sitzt ja eh überall rum. Haben ein Samurzel, wow! Ihr kauft euch für 99 Cent die Quest und bekommt einen Samurzel, das ist doch heftig. Das können wir aber mal bewerten, weil das kommt ja aus der Quest, das heißt, es hat bestimmt sehr gute IV. Ihr seht, Stimmung ist anders, ne? Vielleicht hätte ich gleich 2 Bier trinken sollen statt 1. Bewertung ist auch nicht so krass, aber wir haben den nächsten. Ach nee, wir müssen die Kapitelbelohnung auch noch abholen. Da kriegen wir sogar noch mal einen Rauch hinterhergeschmissen, die ja jetzt auch wieder orange angezeigt werden, da sie ja im Event sind. Und die nächste Belohnung ist wieder ein Samurzel. 237. Man müsste sich eigentlich den Wert merken, die sind ja eh alle auf Level 15. Sprich, je höher das ist, desto besser. Das dürfte schlechter sein. Ich glaube eben, das hatte auf jeden Fall mehr. Und im nächsten Kapitel müsst ihr wieder 15 Samurzel fangen, also das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ja, das ist Mist, das braucht man nicht. Der Wind ist auch schon wieder Mist. Wir drücken kurz mal durch, wir gucken gar nicht, was der redet. Verschicke 10 Pokémon, entwickle 3 Samurzel, fange 15 Samurzel. Da fangen wir mal ein paar Samurzel und melden uns dann zurück, wenn wir das 15. wieder haben. So, einmal durch die Caritas-Gas und es windet immer mehr am La Rustica vorbei und schon ist das erste Shiny da. Wir können es euch noch mal zeigen, wenn es hier reinfliegt, wie es glitzert. 457 dürfte eigentlich auch ein relativ hohes sein, glaube ich. Bestimmt über Level 30. Ich glaube, Samurzel hat halt nicht so viel WP, dafür kannst du es ja zweimal weiterentwickeln. Oh. Ihr seht, man ist so demotiviert. Hab's zum Geitsch eben schon gesagt, das Pokémon ist Mist, das Wetter ist Mist, alles Mist, ne? keiner unterwegs, alle zu Hause, alles trostlos. So, passend zum Wetter und passend zur Stimmung habe ich mich mal ein bisschen eingemummelt, ne? Ich wollte eigentlich warten, bis ich das nächste Shiny bekomme, dass ich das als 15. Fang reinpacke. Das dauert mir aber zu lang. Deswegen fangen wir einfach das hier. Wir sind jetzt auch mal eine andere Route gegangen, auch mit seiner Stadtmauer entlang. 10 Samurzel verschicken, können wir auch gleich machen. Und dann 2 entwickeln. Ich könnte theoretisch auch jetzt das Shiny schon entwickeln. Was wollten wir jetzt? 10 Pokémon verschicken. Können wir auch mal machen. 1, geht nicht. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ne, 8. Hauen wir alle weg. Haben wir das auch fertig. Müssen noch 3 entwickeln. Wir fangen einfach mal. Wir fangen und entwickeln genau das, was wir gefangen haben. Dann sind wir auf einem guten Weg. Hier ist eine gelbe Arena. Vielleicht kannst du dich reinsetzen. Oder ihr. Wird mir nicht angezeigt. Habe ich nicht gesehen. Jetzt ist er fertig. Ich bin in der Zeit voraus. Sehr schön. Da hat der Buddy auf jeden Fall wieder einen Kopfball gemacht auf das nächste Samurzel. Bringt trotzdem nichts, kommt trotzdem wieder raus. So. Ich merke jetzt schon wieder, wie der Arm weh tut. Da muss unbedingt eine GoPro her mit schlechtem Ton. Ihr wisst ja immer, wie es ist. Ich habe mir so viele Kameras schon reingezogen, so Actionkameras, und alle waren Dreck. Deswegen bin ich mit der eigentlich zufrieden, was den Ton betrifft. 2666 Bonbons haben wir noch übrig. Watscheln mal weiter zur Brücke. Da können wir euch vielleicht auch mal abstellen, kommt drauf an, was die nächsten Aufgaben sind. So, wir sind jetzt an der Brücke angekommen auf jeden Fall. Wir holen Belohnungen ab vom Kapitel 2. 20 Bonbons, 1000 Erfahrungspunkte und ein mysteriöses Pokémon erscheint, Blanas. Guckt euch das an. Ob es dann am Ende wirklich auch einen Tengolist gibt, wäre natürlich cool. Könnt ihr dann auch direkt gleich mit gelber Beere fangen, und auf Level 15 ist das bestimmt so niedrig, dass ihr das sowieso für die Superliga nehmen könnt. Das auf jeden Fall auch. Rotz brauchen wir nicht, können wir wegmachen. Können auch mal hier einen Shiny-Check kurz machen, immer nur kurz antippen. Hab schon gar keinen Bock mehr, die überhaupt zu fangen. Können hier nochmal einen Rauch abholen, noch einen Knursp. Das ist auf jeden Fall cool. Kostenlose Knursp nehme ich immer. Habe bisher aber noch keins gekauft. Ich nehme immer nur die, knall die mal auf den Buddy. Jetzt haben wir natürlich noch 3 großartige Curveball-Würfe. Entwickle einen Blanas, da gibt es sogar 5 goldene Beeren. Verschicke 10 Pokémon. Wir können das ja gleich mal ausprobieren, wenn wir die hier nehmen und großartig treffen. So, dann haben wir schon den ersten. Vor allem ein Blanas entwickeln, das heißt, ihr müsst ja jetzt schon einen Tengolist machen. Da wäre es eigentlich schlau, ich würde das Shiny nehmen, weil das muss ich ja eh, also ein Shiny Tengolist muss ich ja eh entwickeln. So würde ich auf jeden Fall sparen, wenn ich das nehme und das bis zum Ende entwickle, dann habe ich schon mal meinen Shiny Tengolist voll, habe die Shiny Familie im Pokédex voll und muss mir dann nur noch mal 2 andere fangen. So, das war nix. Zum Glück muss es nicht nacheinander sein, also haben wir hier den dritten großartigen Curveball-Wurf. Wenn es nicht will, dann will es halt nicht, da bleibt es halt jetzt sitzen. Entwickle einen Blanas, machen wir jetzt auch mal, komm, wir nehmen, das hat schon ein gutes Level, wir nehmen das einfach, wir entwickeln das einfach mal durch. Das Shiny Samurzel zu Shiny Blanas zu Shiny Tengolist. Und so wie ich jetzt einfach nur an der Brücke hier stehe, mich nicht bewege und die Aufgaben durchmache, hätte ich es theoretisch auch von zu Hause aus machen können, oder? Wow, wie das aussieht, wer macht sowas? Ich verstehe es nicht. Da rettet das grüne Blatt auf dem Kopf auch nichts mehr. Und jetzt hat es auch noch weiße Haare und einen weißen Bart. Wie gesagt, ich finde immer noch Generation 1 am coolsten, am besten von dem Design her. Danach sah einfach alles nur noch so kindisch aus und so wild zusammengewürfelt, bunt und chaotisch. Das hat ja nicht mal Hände, was ist das? Das kann euch gar nicht angreifen, das wedelt euch Wind zu, wenn es zu warm ist. Also das ist ein sehr wohlgesonnenes Pokémon. Und dann hat es auch noch so komische Badelatschen an. Ich verstehe es nicht. Aber 1839, es kommt also doch über 1,5. Da ist die Aufgabe trotzdem fertig. Das heißt, wir können hier nochmal 10 weghauen. Dann müssten wir das Kapitel auch fertig haben. Holen nochmal 20 Bonbons ab. 5 Beeren, 1500 Staub, da ist sogar ein Super Rocket Radar drin. Ich habe noch einen bei mir auf der Hand. Jetzt habe ich also zwei. Das heißt, ich könnte zwei Rocket Bosse direkt nacheinander machen. Weil ich eigentlich warte, dass irgendwie nochmal so eine Rocket Quest kommt oder so. Aber ist auch schon durch. Kapitel 4 sind auch nur Belohnungen. 5000 Staub, 1500 Erfahrungspunkte, 5 silberne Sanana-Bären, davon habe ich bestimmt jetzt auch schon über 90. Ich weiß immer nie, wofür ich die nehmen soll. Für Despotar im Raid hätte ich sowas genommen, aber gibt es ja, glaube ich, gerade nicht und brauche ich eigentlich auch nicht mehr machen. So, und dann gucken wir uns jetzt die Belohnung an. Das müsste jetzt aber ein Tengolist sein, alles andere wäre unsinnig. Und es ist ein Tengolist. Ob das shiny sein kann, wenn es direkt aus der Aufgabe kommt. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, wenn ihr einen shiny Tengolist bekommen habt. Wir fangen das auf jeden Fall jetzt mit gelber Beere. Da dürften wir ja nochmal 20 Bonbons bekommen, glaube ich. Das natürlich als Tipp, wie gesagt, das kann nicht fliehen. Fangen das immer mit gelber Beere, wenn es aus den Quests kommt oder aus der Forschung. So, bewertet man das und haben einen. Naja. Wir tippen nochmal das dritte an, wenn das nichts ist, fangen wir das in der Überblendung und suchen uns das nächste. Na, jetzt hängt's. Sehr schön. Ah. Oh, und das nächste Shiny, genau, darauf habe ich doch gewartet. Zum Glück ist das eine gerade abgehauen, hat sich ersetzt durch das, da können wir das nämlich fangen. Schön live im Video, genau. Was willst du denn? Du hast bis 17 Uhr Zeit, da wirst du doch bestimmt, ne? Wenn nicht, tausche ich dir eins. Vorausgesetzt, ich krieg 10. Da ist auf jeden Fall das dritte Shiny mit 387. Ich glaube, das ist sogar das höchste, was ich jetzt hatte. Vielleicht hätte ich das lieber entwickeln sollen. Gefühlt könnte ich jetzt einfach heimgehen, aber ich weiß nicht. Da ist auch das nächste Shiny, 431 WP. Das können wir auch mal mitnehmen, sehr schön. Laufen immer noch hier um den Kanal rum, beim Park. Ist eigentlich sehr gemütlich, Sonntagsspaziergang. Ne? Jetzt bräuchte ich noch einen Bollerwagen, Kasten Bier, dann wäre noch alles... Nein, das ist nicht die Lösung. Wartet auf den 1. Juni, dann gibt es die große Ankündigung. So, einmal mit dem Fahrstuhl nach oben und das nächste Shiny gegönnt im Fahrstuhl. Warum auch nicht? Hat man ja Zeit, ne? Muss man ja nichts machen. Okay, nach dem letzten Shiny gibt es direkt das nächste Shiny. Ich habe das gefangen, das nächste angeklickt, fertig. Wie viel hat die Niki schon? 6, glaube ich. Kannst du nicht mehr an einer Hand abzählen, ne? Bei mir ist es jetzt das, kannst du auch nicht abzählen, nicht mal an gar keiner Hand. Shiny! Jetzt habe ich aber 6 Stück, glaube ich. Das sieht gut aus. Das können wir noch mitnehmen. Wir stehen nämlich hier beim Raid an der Sonnenuhr. Das ist da oben irgendwo, keine Ahnung, vom Chinamann. Und hier waren auch gerade noch die Bikers unterwegs, ne? Und hier saß plötzlich alles voll. Guckt mal da, die ganzen Eigelnüsse, Eigelnuss-Pokémon. Das sieht doch schön aus. Ich muss aber erstmal ein Kabel holen. So, jetzt haben wir noch einen Raid gemacht, ne? Ich hab's ja gesagt. Guckt euch mal an, was passiert ist. Vielleicht später. Und dann geht's einfach. Bing! Shiny Terrakium. Mein allererstes auf dem Hauptaccount. Und das trifft sich sehr gut. Ich bin nämlich Glücksfreund mit Stefan Landai geworden und er wollte heute auch mit mir tauschen. Er hat auch ein Shiny Terrakium und er wollte mir sein Shiny Terrakium geben, dass ich den Lucky-Eintrag davon habe. Und das hätte natürlich jetzt wieder 40.000 gekostet, weil ich ja noch keins hatte. Jetzt habe ich aber eins, sprich, wenn er mir das jetzt tradet, kostet es nur 800. Das ist natürlich ein Unterschied und so könnte ich ihm auch eins zurückgeben. Er will das aber gar nicht, er hat gesagt, ihm sind die Shinies egal, deswegen mal gucken, was er dafür möchte. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Eintrag, jetzt kann ich günstig tauschen. Wir fangen es auch jetzt mal hier live auf der Kamera, ne? An diesem schrecklichen, oh mein Gott, an diesem schrecklichen C-Day, der schrecklichste C-Day in der Weltgeschichte. Geht's euch genauso? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss mich aber trotzdem gleich nochmal zurückmelden, wir fangen das kurz. Ich verabschiede noch die 2 Ganoven. Die werden sicherlich noch ein bisschen weiter zocken. Ist natürlich auch schlecht, könnte besser werden, aber mal gucken, was der Stefan Landai hat. Vielleicht hat er ja noch was Krasses für mich, was dann besser wird. Vor allem sowieso Lucky müsste dann was Gutes haben. Vielleicht ein Hunderter. So, ich bin auf jeden Fall jetzt zu Hause angekommen. Ich habe den Sieder jetzt abgebrochen und das habe ich wirklich noch nie gemacht. Bisher war es immer so, dass ich von Anfang bis Ende dabei war. Bisher war es immer richtig genial. Ich habe mich immer drauf gefreut, aber heute ist einfach total die Luft raus. Jetzt verstehe ich auch, wie es Hong geht und was mit Hong los ist. Es waren einfach so viele Faktoren zusammen. Aber egal, das Leben geht weiter. Dann war aber das Problem noch, Samurzel ist einfach Dreck. Gibt natürlich auch Schlimmeres, ist ja nur ein Spiel. Dann war es windig immer zu. Dann fühle ich mich generell, ich bin so ein sensibler Mensch. Ich nehme mir so viele Dinge zu Herzen oder fühle mich einfach so unwohl. Ich jeden Tag so übelst die Stimmungsschwankungen habe und komplett bergauf, bergab, hin und her, bla. Und wenn dann noch die Leute fehlen, die dich ein bisschen ablenken oder die dich ein bisschen bei der Stange halten, dann hängt man einfach durch. Dann ist es schon ein Krampf, überhaupt aufzustehen. Und sich so zu präsentieren, ist schon auch grenzwertig. Andere würden sagen, boah, das Video, das haue ich nicht raus, sieht Mist aus. Ich habe es jetzt aber trotzdem, zur Vollständigkeit möchte ich euch das zeigen, aber ich sage einfach nur, das ist einfach momentan alles ziemlich viel und chaotisch, aber ich möchte trotzdem da sein und zocken. Nur, dass mich diesmal der Sieder eben nicht vom Hocker gehauen hat, deswegen habe ich den jetzt abgebrochen. Das heißt, wir sind eigentlich fertig, wir können es sein lassen. Der Rauch läuft jetzt auch noch 46 Minuten. Ist auch sinnlos, sollte halt auslaufen, keine Ahnung. Wie fandet ihr den Samurzel Community Day? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich hoffe trotzdem, dass Honliu kommt das nächste Mal und dass beim nächsten Mal alles besser ist, dass es mehr Spaß macht. Das Pokémon ist auf jeden Fall schon genialer, aber wie das Wetter dann wird, im Endeffekt, hätte ich lieber von zu Hause gespielt. Ich glaube, ich habe es bereut, rausgegangen zu sein. Hätte ich von zu Hause aus gespielt, im Stream, hätte einfach im Stream den Rauch angemacht, die Module angemacht vom Haus. Es wäre bestimmt viel cooler geworden, mit euch zu spielen, im Stream zu reden, Fragen zu beantworten, nebenbei zu fangen, die Quest abzuschließen. Das wäre alles von zu Hause aus gegangen. Hat schon einen Grund, wieso es heißt Stay at Home und ihr sollt das von zu Hause aus machen. Denn es hat einfach nichts gebracht diesmal. Sinnlos, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens mehr Spaß als ich. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.